Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir mal was anderes, was Leichtes, was Einfaches. Es ist natürlich Fleisch dabei, weil ich Fleisch liebe, aber es wird ein Sandwich werden. Wie ich das genau mache und was ich dazu brauche, zeige ich euch hier am Grill. Als Hauptdarsteller habe ich mir knapp 2 Kilo Rumpsteak besorgt, Roast Beef, wie man es auch immer nennen möchte. Jetzt ist es noch am Stück, aktuell ist es ein Roast Beef. Ich werde es auch als selbiges zubereiten, sprich ich nehme eine Mitteltemperatur. Ich mache meinen Rumpsteak normalerweise zwischen 48, 49, 50 Grad. Roast Beef geht man ja so bei 55 Grad, das heißt, ich werde hier bei 52 Grad, vielleicht 53 Grad das Ganze stoppen, damit ich es danach in Tranchen schneiden kann und auf die Sandwiches machen kann, beziehungsweise auf die Ciabattas werden es. Ciabattas sehen wie folgt aus. So, da habe ich 4 Stück von. Die lege ich gleich nochmal kurz auf den Grill zum Anknuspern. Mit dabei ist Bacon. Dann kommen noch drauf Tomate, Gurke, Salat und Zwiebeln. Die Zwiebeln werde ich in der Pfanne zubereiten. Wo habe ich sie? Weggeschmissen. Da vorne. Schön in der Gusseisen von Petromax, die ich ja gewonnen hatte. Hier nochmal vielen Dank. Ja, und wie ich das jetzt genau mache, das seht ihr jetzt. Ich habe den Rost hier auf meinen Napoleon erhöht, dem aber trotzdem gerade volle Kanne gegeben. Der ist also richtig schön. Hier habe ich das Ganze indirekt vorbereitet. Eine Wasserschale mit mittlerweile heißem Wasser, weil ich das schon seit einer geraumen Zeit da drauf habe. Mein Inkwert habe ich angeschlossen, mein IBBQ. Das WLAN-Thermometer. Das IBQ hat den Vorteil, dass ich gleich auch durch die Gegend laufen kann. Ich muss gleich mal kurz mit dem Hund raus, dadurch, dass das Fleisch, wenn es angebraten ist, noch circa 40 Minuten braucht und dann noch ein bisschen ruhen muss. Also habe ich ein bisschen Zeit. Das sollte gar nicht das Thema sein. Den Deckel machen wir schnell wieder zu, damit die Hitze nicht verloren geht. Wie gesagt, hier habe ich den Hauptdarsteller. Den habe ich jetzt schon seit 2 Stunden draußen liegen, also jetzt nicht hier draußen, aber außerhalb des Kühlschranks liegen. Der hat also jetzt schön Raumtemperatur angenommen. Den befreien wir jetzt erstmal aus einem viel zu engen Korsett. Und da möchte ich mich auch nochmal bei der Firma YoBeef bedanken, die mich da ein wenig unterstützt hat, indem die mir das Fleisch ein wenig vergünstigt gelassen hat. Super, vielen Dank. Das Ganze werde ich natürlich mit meinem Steakwürz, meinem eigenen, würzen. Die Firma Spicebar, die hat eine Mixbar, da kann man sich Gewürze zusammenstellen. Habe ich gemacht. Das ist auch keine Werbung für die Firma Spicebar. Es sei denn, ich sage jetzt einfach mal, ich finde das klasse, dass sie das so anbieten. Weil das Ding habe ich selbst bezahlt, selbst zusammengemischt oder selbst zusammenmischen lassen. Aber die haben halt das Schöne, die haben die Verpackung, steht alles drauf. Ich muss mich nicht darum kümmern, was ist da drin, welche Inhaltsstoffe und ähnliches. Super. Wie es sich für einen Rumpsteak gehört, eine ordentliche Fettauflage. Die werde ich jetzt tatsächlich auch als erstes mal drauf schmeißen. Schmeiß mit der Länge nach drauf. Das ist ein Sound. Ja, das tropft natürlich jetzt runter, tropft mir alles in den Brenner rein, dadurch jetzt dieser kleine Fettbrand. Aber den gebe ich jetzt erstmal 30 Sekunden bis zu einer Minute. Das Ganze mal um 90 Grad gedreht. Meine Zange ist zu klein. Jetzt habe ich nicht ganz 90 Grad, da kann ich gut mit leben. Jetzt fängt auch direkt wieder das Fett anzutropfen. Daran merkt man, was für eine Qualität Fleisch das ist. Es ist einfach genial. Richtig schön, saftig. Die Marmorierung vom Fleisch war ja einmalig. Da noch mal hier schon ein schönes Rautenmuster. Und wenn jetzt die 30 Sekunden um sind, dann lasse ich den weiter brennen, bis er durchgebrannt ausgebrannt ist. In der Zwischenzeit kommt es dann bei 150 Grad indirekt auf den
Hauptgrill. Guckt euch mal das Muster an. Ist das nicht brillant? So, zack, weg. Zweiter Füller her. Den schieben wir jetzt schön mittig ins Fleisch. Wie gesagt, das Ganze jetzt bei 150 Grad indirekt auf den Grill. Ich habe da die Wasserschale drunter gemacht, damit der Grill nicht komplett voll tropft. Gleichzeitig sorgt das Wasser dafür, was ja gleich 100 oder was bei 150 Grad Außentemperatur ja auch verdunstet, für ein schönes Raumklima. Es ist mein erstes Roastbeef hier auf dem neuen Grill. Ich habe die Hoffnung, dass er mir nicht direkt komplett verbrennt. Also das hat aber gerade schon ganz gut geklappt. Wie gesagt, jetzt lassen wir den Grill noch sauber brennen da vorne und dann mache ich da schon weiter mit der Pfanne. So, den Speck habe ich in meine schmiedeeiserne Pfanne getan. Der wird jetzt so ein bisschen angebrutzelt. Den Brenner habe ich weitestgehend runtergedreht. Ich glaube, der verträgt aber noch ein bisschen mehr Hitze. Ja, ein bisschen mehr. Also für den Speck ist es egal, den will man ja auch knusprig haben. Nachher bei den Zwiebeln muss ich ein bisschen runterdrehen. Nochmal vielen Dank an den Heino für die Pfanne. Die habe ich ja bei ihm auf dem Kanal gewonnen. Ich kann immer nur wieder bestätigen, Gerrit hat auch mitgemacht, er hat sie nicht gewonnen. Der muss sich seine eigene Pfanne kaufen. Bisschen Butterschmalz reingetan, das wäre jetzt für den Bacon ja gar nicht nötig gewesen. Gleich für die Zwiebeln hätte ich das besser gemacht. Aber so verbindet sich natürlich der Geschmack vom Bacon mit dem Fett. Das ist natürlich richtig schön. Schale und dann kommt er auf den Grill zum warm bleiben. Ich habe rote Zwiebeln genommen, die schmecken mir besser. Den geben wir jetzt ein bisschen Röstaromen und dann kommen die zum Bacon zum warm bleiben. Ja, sie bekommen schon die erste Farbe. Leicht glasig, hier haben wir ein bisschen braun schon dazwischen. Ich habe kurz überlegt, ob ich karamellisierte Zwiebeln machen soll, habe mich dann aber dagegen entschieden. Man muss es ja jetzt nicht übertreiben. Zwischenstand bei Fleisch, 25 Grad. Wenn man Metallbesteck in so einer Pfanne benutzt, bitte nicht wie ein Berserker da durchziehen. Das ist weder gut für die Pfanne, nein. Es ist eigentlich nur nicht gut für die Pfanne, weil man kratzt an dem Belag, an der Patina und im Zweifel hat man die nachher im Essen, das muss dann aber auch nicht sein. Aber wie gesagt, wenn man da vorsichtig rangeht, dann ist das überhaupt kein Thema. Und im Zweifel, wenn man sich einen Kratzer reingemacht hat, das sieht man ja spätestens dann, wenn die Pfanne sauber gemacht wird, dann muss sie halt nochmal ein bisschen eingebrannt werden. Das ist ja wirklich das geringste Problem. Den Restbräune holen sich die Zwiebeln jetzt noch auf dem Grill. Wie gesagt, die gehen ja bei 150 Grad drauf und dann können die noch ein bisschen bei Raumtemperatur sozusagen 150 Grad garen. Den Seitenbrenner drehe ich jetzt nochmal voll auf. Hier sind jetzt jede Menge Fettspritzer auch von unten an dem Rost. Die lasse ich jetzt mit Pyrolyse wegbrennen. Das wird nachher einfach sauber gewischt mit dem Lappen und ein bisschen Spüle vielleicht, damit das Fett abgeht. Also das ist das geringste Problem. Nach Möglichkeit nicht mit Spüle an den Rost kommen. Das verträgt er nicht so gut, weil der braucht eine Fettschicht, damit er nicht rostet. Nachteil von Gusseisen, aber hat halt den Vorteil, speichert unheimlich gut Hitze und macht ein phänomenales Branding, wie ihr ja eben schon gesehen habt. So, dann fangen wir mal an, das Ciabatta zu belegen. Erstmal aufschneiden. Wespen verjagen, ganz wichtig. Ein Klatsch Tzatziki auf jede Seite.
Klatsch ist Erkelenz für Erkelenzer für S-Level. Dann ein bisschen Romana-Salat. Ja, legen wir aber unten drauf und nicht oben. Ein wenig Salatgurke, Tomatenscheiben, da drauf dann die Röstzwiebeln und den Bacon. Und zum Schluss nur noch das Fleisch. 52 Grad sind erreicht. Sieht das nicht toll aus? So. Dann machen wir mal eben einen Mittelschnitt. Nur mal zum Gucken. Oh ja. Wow. Saftig wie Sau. So muss das sein. Dann schneide ich mir ein paar Tranchen runter. Nicht zu dick. Und die kommen einfach so aufs Baguette. Meins. Darauf dann. Ja, Fett abmachen. Frische Siegel abmachen. Bisschen Steakpfeffer drauf. Deckel drauf. Neidig sein. So, das Baguette probiere ich gleich, aber ich will ja auch wissen, wie schmeckt mein Gewürz auf dem Roast Beef. Also nehmen wir uns mal so ein bisschen was, tun das da drauf und das ist ein geiles Fleisch. Super. Also Roast Beef von Your Beef kann ich jedem nur empfehlen. Mein Steak Pfeffer drauf. Gut, den kann man nirgendwo kaufen. Ist halt meiner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen da. Egal in welche Richtung. Lasst mir einen Kommentar da. Damit ihr mal eine Gründung habt für den Daumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Macht's gut.